Hallo, ich bin der Benjamin, ich komme aus Kappel. Ich zeige euch heute mal die Aule Kopfbahn. Die führt uns zum höchsten Punkt, Skigebiet Kappel, auf 2644 Meter. Und danach fahren wir zusammen die Lattenabfahrt runter. Wie ihr seht, ziemlich moderne Vierersesselbahn mit Wetterschutzhaube, komfortable Ledersitze. Sobald wir dann oben aussteigen, haben wir ein herrliches Panorama über das ganze Sanaungruppe, über die Wahlgruppe, über die Rettergruppe. Weiter ist oben dann so gemacht, dass die Pisten auch für einen schwächeren Skifahrer super gemacht sind. Das heißt, man kann leichtere Pisten wählen, man kann aber auch schwierige Pisten, schwarze Pisten runterfahren. Es ist eigentlich für jeden Skifahrer was dabei. Die Lattenabfahrt beginnt mit einer flachen Passage. Da müssen wir uns ein bisschen rüberschubsen, dass wir warm werden. Dann geht's ab zum Skifahren. Los geht's. Am Ende von dem flachen Stück sehen wir sofort das Molfontal mit einer unglaublichen Schönheit und Naturbelassenheit. Die Lattenabfahrt startet eigentlich richtig hier, am Ende von dem Ziehweg geht sie so nach rechts rüber. Am Anfang ist sie noch relativ breit. Die Lattenabfahrt ist eine super Piste, weil sie noch die einzige Piste ist, die nicht kultiviert ist. Das heißt, es sind noch alle landschaftlichen Hügel und Wölbungen in der Piste drin. Die Piste ist immer schön geradeaus, wie man sieht, im Durchschnitt 50 Meter breit. Insgesamt ist die Piste 8 Kilometer lang und ideal zum Carven. Die Piste liegt am Vormittag immer schön in der Sonne, am Nachmittag teilweise ein bisschen im Schatten. Deswegen ist sie sehr schön griffig und steht den anderen Pisten um nichts nach. Außerdem ist es noch die einzige Piste, wo nur Naturschnee liegt. Die Datenabfahrt neigt sich nun zum Ende. Wir haben eine super Abfahrt gehabt, wo man die ganzen Techniken des Skifahrens ausnutzen kann, die ganze Piste ausfahren kann. Jetzt am Ende von der Lattenabfahrt können wir uns entscheiden, ob wir den Zweiersitzlift nach oben zur Alpe mitnehmen oder ob wir die Talabfahrt hinunter ins Tal nehmen. Los geht's!